Hallo alle miteinander, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ihr wisst ja, was das für ein Projekt ist. Schwul. Genau, ein richtig, richtig schwules Projekt. Ah, oh Mann, ey. Du hättest es besser nicht sagen können. Es beschreibt es einfach am besten. Das denke ich auch. Und ich bin mal gespannt, welch homoerotische Abenteuer Will jetzt in diesem Part erleben wird. Sigma sind Wills Nippel im Bauch schon hart, warum wir dieses Spiel spielen. Ich hab keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Oh Gott, das ist große Fragezeichen. Was mag sich dahinter verbergen? Ich will es gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Glaube ich auch nicht. Aber ich wette, es kommt wieder eine Sequenz. Das heißt, ich mach mal ein bisschen lauter. Juhu! Mega Lautstärke! Ja, 100%, Baby! Dröhnung! Ja! Wie lange lädt das? Ich hab keine... Will? 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 Gut. Ach, geht doch. Guter Boy. Hey, Knights. Can I ask you something? Huh. What is it? Well, I mean, it's nothing major. It's just, could we maybe go back to that city? With the neon lights? Hmm. It's just that the city at nighttime, it feels like that's what the real world is like for grown-ups. And someday, I'm going to grow up and I'll live in a world just like that. See? It's just like you see on TV or in the movies. Oh, sorry. You probably wouldn't understand. Okay, let's go. Wir sind einfach nicht interessiert, ey. Ja, das ist vollkommen egal. Really? Thanks, Knights. Oh Gott. Oh Gott. Menschies. Menschies. Eine Horde Menschies greift an. Menschies. Warum schmeißen? Warum nicht mehr? Warum macht ihr das jedes Mal? Ich hab keine Ahnung. Mette und große Eule. If it's in danger, then I'm going to protect Der ist genauso nutzlos wie die Eule aus Winnie der Pooh. Steht bloß da und heult herum. Stimmt, die hat auch nicht großartig was gemacht, aber sie war wenigstens alt und weise, so wie ich. Diese Eule macht ja nicht mal was. Sie ist einfach da, das reicht doch. Ja, total. Oh Gott, was muss ich tun? Oh nein, nicht wieder. Hatte ich das nicht schon mal irgendwie? Ja, aber so ähnlich, aber das war während eines Während eines Fliegens. Nein, da musst du nicht hinfliegen. Rüdiger, hör auf damit! Was ist das? Lass mich abspacken! Abspackung! Du hast ja noch wieder viel zu viel Zeit, also... Ich habe 480 Sekunden. Ich würde einfach mal den Weg folgen, der rechts markiert ist. Rechts? Rechts ist ein Weg markiert? Du fliegst gerade geradeaus, falls du es gemerkt hast. Ja, aber hast. Das... Hier gibt's kein Rechts, oder? Ist hier... Wo, doch, hier doch, da gibt's halt rechts! Ah, doch! Moment, was ist das hier? Hä? Es macht Pling so. Pling. Jetzt kannst du das aktivieren. Jetzt kannst du nach vorne gehen. Ach so, ah, okay, ich muss jetzt diese Dinger... Gut, okay, dann würde ich... Erklärung nutzlos! Okay, dann probiere ich es gerade nochmal. Die einfach nicht erklären, diese Bastarde. Ja, die erklären gar nichts. Verfolge und besiege die Nightmares. Ja, super. Ja, genauso, als hätte da gestanden, töte Menschies. Da hätte ich genauso... Halt, hier rechts. Was machst du? Du machst sowieso nichts anderes, außer Menschies töten. Ja, das stimmt. Zum Beispiel gegen einen Baum schmeißen oder so eine Art. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Oh Gott! Oh Mott! Ja, so. Warum? Sind das Nightmarons? Au! Ja, es sind Nightmarons. Die haben mich getötet. Also getötet nicht, aber... So weit kommt's doch. Wow! Aber ich kann sie rumschmeißen wie Menschies. Ah, toll! Solange ich alles rumschmeißen kann, ist alles in Ordnung. Ja, solange das passiert, kann nichts schiefgehen. Richtig. Was ist das hier? Ah, okay, erst eine Ampel. Ich habe mich gerade gewundert. Was ist eine Ampel? Wir sind voll bei Rot drüber geflogen. Das ist aber ein Strafzettel. Naja. Scheiß Flieger-IP. Ich habe gerade Strafzettel verstanden. Strafzettel. Oh, komm, ja, ein Strafzettel, ey. Das wäre doch mal was. Sie nimmt doch endlich mal die Strafzettel statt seiner Katze. Oder die Katze, die sich einfach in den Janosch-Karton reinquetscht. Oh Gott. Ja. Er liebt diesen Karton immer noch.
Ja, ihr habt den immer noch? Ich glaube, wir haben den hier noch rumstehen, ja. Das ist doch jetzt schon fast ein Jahr her. Fast ein Jahr her, aber ich... ich weiß nicht, wir haben ihn mittlerweile für andere Sachen verwendet, deswegen steht er hier noch. Zum Katze hin und her transportieren, zum Tierarzt zu bringen und sowas. Wie fängt man eine Katze? Mal im Karton? Fertig. Das geht aber nur mit einem Janosch-Karton, das ist ganz wichtig. Nur mit einem Janosch-Karton, ey. Nur ein Janosch-Karton von der DHL. Genau. Was anderes funktioniert nicht. Das ist so verdammt verwirrt hier, was du da machst. Ja, ich kapier's gerade ehrlich gesagt selbst nicht, aber ich hoffe einfach... Boah, dann stirb du... Ey! Das Vieh hier. Da. Man müsste die echt einbauen jetzt hier von gerne, ne? You must die! Ja. Was ist denn das hier? Shadow must die! Shadow of 35 must die! So. Gut so. Shadow stolz gemacht, jetzt kann es weitergehen. Ja, finde ich gut, dass du das gesagt hast. Oh Gott. Was ist das hier? So viele bunte Farben. Es ist verdammt bunt irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Das ist voll der Drogenmodus hier wieder. So stellt sich Will also vor, wenn er erwachsen ist. Also, nur Städte umziehen und dabei bunte Gegenden aufsuchen, aha. Er steht anscheinend auch auf Glücksspiel, sieht ein bisschen aus wie Las Vegas hier. Ja, irgendwie schon, ne? Also jetzt wissen wir, dass er wird irgendwann drogenabhängig am Ende dieses Spiels. Ja. Wow. Bis jetzt bin ich total verwirrt, ist das Haus da unten? Ist das Haus da unten? Ich glaube, das ist ein Haus, ein kunterbuntes Haus und ach egal. Wir wollen ja nicht Pippi Langstrumpf zitieren, oh mein Gott! Oh mein Gott, Pippi Langstrumpf. Das ist komische Mädchen. Ja. Aber sie war wenigstens voll stark. Sie hatte eben auch so einen harten Stil, so einen Stil wie du. Die hatte bestimmt Stil. Die hatte Balls of Steel. I have Balls of Stahl. Bei Pippi Langstrumpf glaube ich das wirklich. So muss ich gerade so Pippi Langstrumpf mit so Duke Nukem Sonnenbrille vorstellen und da steht sie immer nur da, Balls of Steel. Ey, wie komme ich denn jetzt da... Ah, okay. Gut, hat sie erledigt. Ich weiß, wie ich runterkomme. Wir wissen, wie Rüdiger runterkommt, also von daher... Ja. Davon habe ich eine Ahnung. Sie scheint eine Sackgasse zu sein. What you don't say, you don't say, genau. Oh Mann. Hier sind so viele Schalter jetzt. Ich weiß gar nicht, wo der richtige Weg ist. Ich weiß nicht, ich passe schon gar nicht mehr auf, also von da aus. Ich muss gerade gar nichts sehen. Finde ich gut. Freut mich sehr. Ich sitze gerade da und lache dich mir aus. Ach, das ist ja lieb von dir. So bekomme ich also Unterstützung von meinem Gastkommentator. Das ist ja schrecklich. Wie immer, nur das Beste. Natürlich, ja. Was auch sonst. So, zwei Nightmares müssen wir noch besiegen, wenn ich das richtig... Aber wenn ich ja die ganze Zeit nur dasselbe mache, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Das wird, glaube ich, nicht, wenn du immer dasselbe machst. Ja. Wo muss ich denn hin? Kann ich hier lang? Nee. So, jetzt ist er wieder unten. Moment. Ah, ja, hier geht's lang. Ausfliegen, wollte ich gerade sagen. Ach, das sah gar nicht so aus, als könnte man da lang fliegen. Ah! Derphawk AP schreitet zur Tat. Oh yeah. So. Wow, cool. Was? Wir haben es geschafft. Du musst einfach vier Nightmares plätten, das war's. Oh komm, C, Rang. Das waren ein paar mehr als vier. Oh komm, C, ich will das nicht nochmal. Juhu! Ja! C Challenge. Nein. Du hast schon mehrmals erwähnt, du wirst das machen. Nein. Oh Gott. Die Fans zwingen dich dazu, also tu, was deine Fans von dir verlangen. Und Lissy, besonders wenn Lissy was verlangt. Oh Gott. Ja, wie könnte ich... Wenn Lissy sagt, schmeiß mir den Flummi, dann schmeißt du den Flummi. Darf ich auch alternativ mit Owl schmeißen? Ja, du kannst auch Veggie schmeißen, die jag ich genauso hinterher. Das ist auch gut. Sehr gut. Okay, was kommt jetzt? Oh mein Gott, ich bin gespannt. Ich frage mich auch gerade, was das sein könnte, weil ich finde es schön, dass diese C-Mission, was du gerade abgeschlossen hast, einfach nur so ein fetter Fisch ist. Das Symbol. Ey, das sieht echt aus wie ein fetter Fisch irgendwie. Ach du Kacke. Das ist sehr abstrakt. Ach du meine Güte. Will. Fetter Fisch ist fett. Ja. Will träumt also nachts von fetten Fischen. Unfassbar. Zu wissen. Ich würde mir Gedanken machen an seiner Stelle. Oh nein.
Kein Octopaw! Die Octopaw! Oh man! Ja, Rüdiger, kannst du dich mittlerweile schon gut lernen? Ja, bestimmt! Ich mache immer ein halbes Jahr Pause zwischen den Aufnahmen, da habe ich es bestimmt gut gelernt inzwischen. Wie das mit der Katzenlady, was du... Welche Rang war das nochmal mit Katzenlady, was du geschafft hast? Das war ein D-Rang und ich will nie wieder darüber reden. Ich glaube, ich muss echt das für dich machen, damit du die C-Rang machst. No. Ah, scheiße, das war... Ey, verdammter Octopaw. Das hätte noch zählen Meine müssen. Spendet mir, damit ich nach Worms fahren kann, für ihn die Mission machen kann. Nur die Mission, nichts anderes. Das können wir echt so arrangieren. Das ist, wenn du das machst, dann meinetwegen. Dann machst du's? Dann mach ich's. Dann stell eine Menge Malzbier hin, my boy. Oh Gott, Malzbier? Oder einfach Fassbrause. Ich mach Fassbrause. Öl saufen. Fassbrause ist doch kein Alkohol drin. Weiß ich doch. Zack. Juhu, ich hab's glaube ich schon geschafft. Voll schlecht und so, ho, erfolgreich, krass, Level. Krass, erfolgreich und so, Level, genau. Oh. Komm, das muss D sein. Oh, fuck, ey. Und die sagt, ich hab diesen Gesichtsausdruck von Night so vermisst. Das sieht so blöd aus. Das krieg ich besser als D hin. So, das war jetzt gerade nochmal. Da kenn ich nix, da pack ich euch den nächsten Versuch noch oben drauf. Du bist schlecht, wenn du imitierst. Danke. Ach, bin ich froh, dass du immer so ne lieb und nett und sympathisch und... Fick dich. Ja. Oh Mann. Das ist voll demotivierend. Da hab ich ja meine Mission erfüllt. Oh Mann, siehst du schon, läuft nichts mehr. Ja, sinnlos Zeit verschwendet. Yay. Mit noch mehr Parts. Viel mehr Parts. 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 Keine Parts. Niemals. Guck niemals Viog MPs Parts, nur Knights. Wir dürfen nur Knights angucken. Genau. Nichts anderes. Oh Mann. Ich glaube, das 72. 72, ich hab's verdoppelt. Komm, das muss jetzt aber... Wieso ist das nur C? Ey, das war voll gut. Dieses System, ey. Lizzie, das Spiel mobbt mich. Oh ja, und deswegen mag ich es gerade wieder. Danke. Ich hab dich auch lieb. Und das wollt ihr mir antun, dass ich mit ihr noch die C-Range machen muss? Ja, das wollen sie, glaub mir. Oh nein. War super. Ach, ich hab deine Community lieb. Vor allem, wenn ich einmal schreie, macht C-Rang das alles so von daher brüllen. Mach C! Oder wir hassen dich! Ja, so ist meine Community. Ich liebe sie auch. Oh ja. Jeden Tag aufs Neue. Es ist interessant. Erst kommt Totenkopf, dann kommt ein fetter Fisch, jetzt ist einfach nur so ein abspackender Octopaw und das ist ein Fragezeichen. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein alter Mann. Das Octopaw-Symbol. Ich finde, das da unten, das sieht aus wie ein Bart und da oben drüber so der Kopf und... Weißt du, wie er aussieht? Hm? Wie der Schildkrötenmann aus Dragon Ball. Genau, wie der Herr der Schildkröten. So sieht das aus. Das ist wirklich so. Der Herr der Schildkröten. Suche den heiligen Panzer, my boy. Denn die gegnerischen Ratten werden die dir wieder wegnehmen. Du musst in den Schicksals-Suppentopf der Gerechtigkeit in den französischen Restaurant einspeisen, dann wird er nur zerstört. Bah! Ich finde, das sind wunderbare Schlussworte für diesen Part. Stirb. Bis dann. Zieh Straps dann. Los. Jetzt sofort? Ja. Okay. Bis später!